Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword! Oh. Skyward Sword. im letzten Part. Nein, jetzt habe ich doch Yo gesagt. Nein! Oh, nein. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Bla bla bla. Im vorletzten Part haben wir, auf jeden Fall in den letzten zwei Parts ist viel geschehen. Im vorletzten Part haben wir den Verbannten zum zweiten Mal besiegt und verbannt. Und im letzten Part haben wir Zelda endlich wieder getroffen. Die hat uns einiges erklärt. Wir sind hier in die Vergangenheit gereist durch dieses Zeitportal. Und jetzt sind wir immer noch in den gleichen Tempel, nur hier heißt der Hylia-Tempel. Und hier ist das keine Minute richtig vergangen, nachdem die Göttin Hylia den Todbringer, der Verbannte ist, hier eingeschlossen hat in Siegelhain. Also da draußen, ne? Ist keine Minute richtig da, also das ist keine Stunde vergangen oder so. Und habe ich auch im letzten Part bestimmt euch auch schon mal erwähnt, hier kann man nicht nach draußen, auch nicht dort, da kann man nicht nach draußen hin. Das finde ich schade. Also ich finde schade, dass die Entwickler das nicht noch eingebaut haben, dass man da noch irgendwie irgendwas da, was da draußen bei der Außenwelt, wie das alles zerstört aussieht und so. Wie das, dass die Story da nicht auch noch ein bisschen weitergeht. Das finde ich schade, das finde ich echt schade, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich schon schade, das hätte mich ehrlich interessiert. Aber naja. Unsere Aufgabe ist jetzt, Triforce oder Triforce, ich hab's mal sonst immer Triforce genannt, aber ich nenn's einfach jetzt mal Triforce oder Triforce, eins von beiden. Oder vielleicht nennen wir es doch Triforce. Ich glaube nicht, oder? Nee. Wenn entweder Triforce oder Triforce. Und mal gucken, wie ich das nennen werde. Ich werde es vielleicht ganz unterschiedlich nennen. Entweder Triforce oder Triforce oder Triforce. Ist mir ganz egal, ob ihr rummeckert. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt wieder zurück in unsere alte Zeit. Du bist wieder zurück. Dann weißt du jetzt alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben. Es geht ihr gut. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin im Wolkenhort versteckt. Im Wolkenhort? Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Link. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhort verbergen. Du solltest dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Hey, warte einen Moment! Bardo? Link, ich muss mit dir reden! Okay. Was hast du denn? Was mit dir los? Also, Zelda. Ihr geht es doch gut, oder? Ja. Das ist gut. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Es ist so, Link. Ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhort zurückzukehren. Was? Was ist mit dir los? Was ist mit dir verkehrt? Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen. und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so...
so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden, verstehst du? Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden unter den Füßen ist auch nicht zu verachten. Schau. Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier ein Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Das hier wird sicher mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Es wird einige Zeit dauern, bis ein Baum richtig groß wächst, aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Aha. Jedenfalls, also, grüß alle von mir, wenn du zum Wolkenhort zurückkehrst. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Link. Danke, Link, danke, Link, danke. Vielen Dank für die Blumen. Okay, machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Aber Speicher. Speichern ist toll. Okay, hier gibt's nichts mehr zu tun. Was macht der hier? Was? Es scheint mir, als habe dein Schwert sich verändert. Dann kannst du diesen Dann kannst du diesen fiesen Kern da unten jetzt erst recht zeigen. Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich ein paar Himmelsflatter hier flattern sehen. Aber leider verstehe ich gar nichts von Musik. Eine kleine Melodie, die käme mir jetzt gelegen. Aha. Ja, schön. Ach ja, genau. Das können wir machen. Dann erscheint diese Wand. Das kennen wir ja. Heiliger Käse, habe ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung. Das ist der Fund des Jahrhunderts. Aha. Dieses Siegel. Das muss eine Wand der Göttin sein. Ich bin mir sicher. Okay, wenn du dir so sicher bist. Was? Achso. Oh, ja, du laberst ja viel an den gleichen Scheiß. Weißt du was? Selbst unter den Umständen forsche ich... Was? Hä, was steht da? Unverzagt weiter. Hey. Ich bin mir bei meinen Studien auf ein paar Dokumente gestoßen. Soll ich dir was davon erzählen? Ne, bitte nicht. Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich sehe doch, dass du vor Neugierde brennst. Na gut, dann erzähle ich es. Nicht. Hä? Ach, egal. Ach so. Erzählt es trotzdem. Was ein Arsch. Ein legendärer Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Wirst du vielleicht daraus schlau? Ja, ich werde schlau daraus. Nur die Frage ist, ob ich ein Pfeil zeichnen kann, weil das ist hier da irgendwie ganz schön schwer. Ich mach einfach einen Strich. Der müsste doch reichen, oder? Ja! Ich glaube, mein Stein pfeift. Die sind also die Pfeile, mit denen man weit entferntes trifft. Ich kann nicht lesen. Als Dank für deine Hilfe bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Du hast ein Herz da erhalten, damit füllst du einen vollständigen Herzcontainer. Deine Lebensenergie wird um ein Herz erhöht. Geil, jetzt habe ich schon 15 Herzen! Die Wände der Göttin die Wände der Göttin regenerieren ihre seltsame Energie nach einiger Zeit. Hilf mir dabei, sie noch genau zu untersuchen, ja?
Vielleicht. Vielleicht, wenn ich Bock hab. Nur vielleicht. Willst du mich verarschen? Du standst doch vorhin noch hier. Und wir brauchen Probleme für uns, liebe Gegner. Okay, meine Fernbedienung spinnt, das ist wunderbar. Aber es wäre auch mal schön, wenn es mal aufhören könnte. So, schon besser. Speichern. Speichern und dann... Und was machen wir dann? Zum Wolkenhort zurückreisen. Genau, genau das machen wir jetzt. Denn wir müssen zum Wolkenhort zurückkehren, weil dort sich das Triforce oder das Triforce oder das Triforce oder was weiß ich was verbirgt. Das goldene Dreieck. Oh, die Fernbedienung spinnt vielleicht etwas wieder. Das war mir irgendwie klar. Ja, die Fernbedienung spinnt. Und es wäre nett, wenn es mal aufhören könnte. Denn das nervt, denn das nervt. Das war mir irgendwie auch klar. Ey, da ist doch alles... Ich hasse dieses Ding. Ey, komm. So. Wollte schon sagen, du bist doch jetzt wohl hoffentlich zufrieden damit. Uli, Uli, ich weiß nicht, was ich jetzt noch labern soll, weil ich zu viel gelabert hab. Ich hab zu viel gelabert hier. Viel zu viel hab ich schon gelabert. Viel zu viel. Viel zu viel gelabert hab ich schon und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich reden soll. Außer wirres Zeug. Aber bevor ich auch mit der Story weitermache, guck ich eben hier noch. Hey! Hey, wie geht's, meinen Trappo? Oh, kommst du etwa, weil du Arbeit für mich hast? Items verbessern, so wenn es geht. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Das ist schön. Okay, dafür habe ich nur nichts Passendes. Dafür vielleicht? Scheiße. Natürlich nicht, warum denn auch? Auch nicht. Kommt schon, für irgendwas. Ich muss unbedingt mehr davon von diesen Dingern sammeln. Oh, das kann ich verbessern. Und das könnte ich verbessern. Und die Fernbedienung spinnt, das merke ich jetzt schon. Alter, was ist mit der Fernbedienung heutzutage los? Ganz ehrlich, die Fernbedienung ist für den Arsch. Zumindest dieses Remotion Plastings da Bumster oder wie es auch immer heißt. Alter, ja, das ist ehrlich für den Arsch. Tut mir leid, Leute, dass es immer wieder in einen Part kommen muss. Aber was soll man machen, wenn die Fernbedienung rumspinnt? Da kann man eigentlich gar nicht viel machen. Da kann man gar nichts machen. Leute, entschuldigt mich kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay. Bin wieder da. Genau. Jawohl. Alles vergessen. Telefon war da gerade. Jemand hat gerade angerufen und sowas hat sich wie die Pest.
So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Das gehört dir. Du hast den... Was? Du hast den Flinkkäfer erhalten. Er ist ein eigenes schneller... Er ist um einiges schneller als dein alter Käfer. Aber pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Aha. Als wäre es so schwer. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Wenn es geht, gerne. Oh, wartet. Ja! Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Kohle. Aber das macht erstmal nichts. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast den Kraftkäfer erhalten. Er kann viel länger fliegen und dein alter Käfer... als dein alter Käfer. Nun kannst du auch Orte, die weit entfernt sind, erforschen. Das ist schön. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Okay, damit sind wir fertig. Das könnte ich machen, aber dafür brauche ich erstmal wieder Kohle. Okay, das war's erstmal. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Was hast du jetzt zu meckern, Fei? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus, wenn du diese Funktion benutzen möchtest. Das ist schön. Danke, Fei. Oh, Leute, guck mal, was hab... Hey! Gebieter Link, diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Und diese Truhen kennen wir eigentlich schon länger. Ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Göttin die Schatztruhen öffnen kann. Sende die Artefakte der Göttin aus dem Erdland zum Himmel und ihre Energie wird die Truhen öffnen. So kannst du an ihren Inhalt gelangen und ich kann nicht lesen. Was ist da drin? Rubine. 300. Cool, das tut sich gut. Dann kann ich ja doch noch eben Items verbessern. Das ist doch was lustig. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Ja. Komm, wir wissen Bescheid. Kein Problem. Alles klar, dann legst du mal los. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast die Streuschleuder erhalten. Halte A gedrückt, um mit einem Schuss einen großen Bereich abzudecken. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Aber nein, das war's erstmal. Das war's erstmal wirklich. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, was hat der jetzt wieder zum... Ah, ihr kommt gerade richtig, Wetterherr. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt nun einen kleinen Köcher erwerben. Das möchte ich aber nicht. Ja, und die haben nur wieder was Neues für Getränke und so, aber das brauche ich gerade erstmal nicht. Das will ich auch jetzt erstmal nicht. Dass die das nicht checken, ich will das erstmal nicht. Denn ich möchte erst was anderes tun. Ich möchte... Ja, was möchte ich? Ich möchte zum Bürgermeister. Bürgermeister? Ist doch der Bürgermeister, oder? Oder eher der Schulleiter. Schulleiter! Er der Direktor, meine ich natürlich. Zu Gepora. Dem Vater von Zelda. Denn er weiß vielleicht angeblich, wo sich das Triforce befindet. Aber wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!